Somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute geht's weiter mit einem weiteren Video von The Invincible. Ein bisschen was Besonderes heute, The Invincible Documentary. Life on Ratchet 3 heißt das ganze Video. Ratchet 3 ist ja, glaube ich, wie man bereits erahnen kann, der Planet, auf dem wir da unterwegs sein werden. Und von daher bin ich ziemlich gespannt, was uns hier erwartet. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt hinein. Let's go! Logan Preview has been approved for restricted audience, only by Star Wars Industries and 11-Bit Studios. Life on Ratchet 3. The probability of encounter. The last recorded activity on the planet is 0, 0 and 2. Bringt mir hier schon ein bisschen so Fallout-Vibes mit diesem Video. Auf altgebacken gemacht mit diesem schönen Sound im Hintergrund beim Sprechen, finde ich cool. In purely practical terms, this means less than nothing. The composition of the air here is 4% methane and 16% oxygen. The presence of methane creates the possibility that some form of life could exist here. Yet despite these favorable conditions, wow, it can be argued that the land surface of the planet is devoid of life, both in terms of herbivores and predators. In other words, Ratchet 3 is safe. Ratchet 3 is safe. Ratchet 3 is safe. Oh, das war's schon. Schade, ziemlich kurz. Aber es geht da irgendwie noch lange weiter. Passiert aber nichts. Ziemlich kurzes Video, aber auch hier wieder sieht man, dass da auf diesem Planeten irgendwas vor sich geht, von dem man keine Ahnung hat, was es ist. Irgendwas Mysteriöses. Und das müssen wir dann wahrscheinlich sicherlich rausfinden, was da passiert und was los ist. Also jetzt nicht so wirklich viel über den Planeten verraten, aber trotzdem schönes, kurzes Video, finde ich. Ja, und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Sind zwar jetzt bloß irgendwie 3 Minuten. Kann man machen, muss man nicht. Aber ja, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video von The Invincible. Tschüss!